Künftig guckt nicht mehr nur der Hund gequält beim Tierarzt. Die neue Gebührenordnung wird auch den ein oder anderen Besitzer schmerzen. Wir haben mal aufgelistet, was sich konkret ändern wird. So kostet eine Röntgenaufnahme künftig 32,07 Euro. Eine Kastration 30,32 Euro. Eine allgemeine Untersuchung beim Hund liegt bei 23,62 Euro. Bei der Katze ist es sogar eine Preissteigerung von 160%. Und eine Impfung kostet ab heute 11,50 Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie zuvor. Die Anhebung der Preise zum ersten Mal seit 1999 ist längst überfällig, sagen die Tierärzte. 1999 hatten wir kaum Software. Wir hatten ganz vieles nicht, was wir jetzt an Instrumenten haben oder am Labor, das hinten bei uns steht. Das gab es zu der Zeit einfach noch nicht. Und die Medikamente, wissen wir auch aus unserer eigenen Humanmedizin, sind ja auch inzwischen sehr viel teurer geworden. Die Sorge von Tierschützern ist allerdings, dass die erhöhten Behandlungskosten auch Konsequenzen für das Tierwohl haben können. Zum einen ist natürlich zu befürchten, dass durch die Anhebung der Gebühren viele Tierhalter, die vielleicht finanziell nicht so gut dastehen, jetzt Kosten einsparen, sprich nicht mit ihren Tieren zum Tierarzt gehen, obwohl es vielleicht nötig und sinnvoll wäre. Oder dass vielleicht auch Leute ihre Tiere abgeben aus finanziellen Gründen. Das wäre natürlich auch eine Mehrbelastung, die auf die Tierheime zukommt, die ohnehin natürlich auch selber mit diesen steigenden Tierarztkosten zu kämpfen haben. Denn gerade in Tierheimen landen auch kranke oder alte Tiere und die müssen regelmäßig zum Arzt. Der Tierschutzbund fordert deshalb finanzielle Hilfen von den Kommunen und Gutscheine für Menschen, die sich den Tierarzt nicht mehr leisten können.